Es sieht ganz danach aus, als würden für uns Gamer immer mehr Träume in Erfüllung gehen. Denn nachdem es jetzt mehrere Gerüchte zur Remaster-Version von Knights of the Old Republic 1 und 2 gab und sogar ein dritter Teil immer wahrscheinlicher wird, ist in der Gerüchteküche auch immer mal wieder die Rede von einem dritten Teil der Battlefront-Reihe. Doch damit nicht genug. Jetzt scheint es so, als würde es für uns Star Wars-Fans noch einen weiteren Grund zur Freude geben. Nach so vielen Jahren hatten viele die Hoffnung eigentlich schon aufgegeben, aber jetzt sieht es nämlich so aus, als würde ein zweiter Teil des absolut großartigen und mega beliebten Echtzeitstrategiespiels Empire at War doch im Bereich des Möglichen liegen. Wie ich darauf komme und woher diese Vermutung bzw. das Gerücht stammt, möchte ich euch kurz in diesem Video zeigen. Wie so häufig geht das Gerücht auf eine Reddit-Diskussion zurück. Dort hatte ein User bereits im Oktober 2019 einen Screenshot gepostet, indem er einen kurzen E-Mail-Verkehr mit einem Mitarbeiter von Petroglyph Games mit den Usern teilte. In diesem damaligen Auszug war zu erkennen, dass er nach einem möglichen zweiten Teil des Spiels bei dem Mitarbeiter nachfragte. Damals lautete die Antwort noch, dass man sich bereits in Vergangenheit an Electronic Arts, die damals noch die Exklusivrechte an der Star Wars Videospiellizenz hatte, sowie an Disney selbst gewandt hatte, aber hierauf nie eine Antwort bekommen habe. So weit, so gut. Jetzt hat derselbe Reddit-User aber erneut bei Petroglyph Games nachgefragt und erhielt dieses Mal eine deutlich positivere Antwort. In der E-Mail erklärte der Mitarbeiter, dass es immer eine Möglichkeit gibt und sie weiterhin in Gesprächen mit den Verantwortlichen sind, um zu sehen, ob es etwas gibt, bei denen man sich beteiligen könnte. Und das Allerwichtigste zum Schluss, denn Stay Tuned klingt so, als würde es vielleicht sogar bald etwas Offizielles zu dem Thema geben, auf das wir jetzt nur noch warten müssen. Wir können auf jeden Fall gespannt sein. Was meint ihr? Würdet ihr einen zweiten Teil zu Empire at War feiern? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Abonniert am besten meinen Kanal, falls ihr es noch nicht getan haben solltet, weil ich werde sofort ein Update posten, sobald es weitere Informationen hierzu gibt. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Möge die Macht mit euch sein.